Herzlich willkommen an der DEO im Zustand der früheren Jahre, als die Schule noch im Bezirk Samelek war. Schon in den früheren Zeiten hatte die DEO Kairo einen sehr guten Ruf und viele Eltern träumten nur davon, ihre Kinder auf diese Schule zu schicken. Nur die besten Schüler und die intelligentesten wurden an der Schule aufgenommen. Das Gefühl des Multikulturalismus war schon eine sehr eingeprägte Eigenschaft an der DEO zu dieser Zeit. Schon früher war die Schule ein zweites Zuhause für ihre Schüler. Und bis zum heutigen Tag werden die Schüler der DEO sehr hoch angesehen, denn nicht jeder hatte die Chance, die Erziehung zu bekommen, die diese hat. Herzlich willkommen an der DEO im heutigen Zustand. Mit ihren vielen Schülern und Lehrern wird zunächst der Eindruck einer alltäglichen Schule geschaffen. Doch wer sich besser eingelebt hat, wird schnell merken, dass die DEO anders ist als die normalen Schulen in Deutschland oder Ägypten. Denn an dieser Schule gibt es sowohl deutsche als auch ägyptische Schüler. Man hat das Gefühl des Multikulturalismus. So, erzählt uns mal, was ihr von der DEO denkt. Sie ist cool und... Und DEO ist ganz schön. Ich finde DEO eine schöne Schule. Die Lehrer unterrichten gut. Ich verstehe sehr viel. Und sie kümmern sich um uns. Und es ist sehr schön und groß. Hallo, bei uns im Kindergarten gibt es sechs Gruppen. Es handelt sich um 3 Kindergartengruppen und 3 Vorschulgruppen. Wir behalten die Kinder immer 2 Jahre hier in unserer Einrichtung. Sie bleiben auch in ihrer Klasse, also die Kindergartenkinder bleiben in ihrer Klasse, auch wenn sie Vorschulkinder sind. Es handelt sich um Kinder zwischen 4 und 6. Wir haben in jeder Klasse eine Erzieherin und eine Assistentin. Es gibt Kinder, die Muttersprachendeutsch sind Deutsch als Fremdsprache lernen. Deswegen sind die Kinder im Deutschunterricht aufgeteilt. Es wird Rücksicht darauf genommen, dass die Klassenstärken ungefähr gleich sind, dass genauso viele Jungen wie Mädchen in den Klassen sind und dass auch genauso viele Deutschsprachige wie Nicht-Deutschsprachige drin sind, damit die Klassen gut ausgeglichen sind. Das Sozialkomitee der DEO wurde ca. 1990 gegründet. Vorwiegend besteht es aus Schülern der 6. bis 12. Klasse. Und wir kümmern uns ausschließlich um die Unterprivilegierten. Das heißt, wir möchten mit unseren Schülern in die Waisenhäuser gehen, zu den Straßenkindern, in die Müllviertel, um ein wenig Abhilfe zu schaffen für diese armen Leute. Und außerdem möchten wir auch unseren Schülern zeigen, dass es noch etwas anderes gibt vor ihrer Haustür. Denn wenn wir nicht helfen, wer sollte helfen? Beautiful, don't you know, no, no.